Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Railroad. Ah, wir sind mal wieder in der Schweiz. Ich war nämlich heute im Workshop drin und habe gesehen, dass Luzern umgesetzt worden ist. Ein recht großer Kopfbahnhof und mit entsprechenden Anschlüssen dazu. Und ich würde sagen, das machen wir doch heute mal. Okay, wir haben einen Zug von Zürich. Gleis 3, möchte auf Luzern Gleis 7. Mal kurz bis dahin, dann von Litau haben wir hier noch einen, der bleibt hier kurz stehen. Luzern Gleis 4, mal bis hierhin. Beziehungsweise fährst du bis dahin. Ah, ich glaube, das soll ein Intercity 2000 sein mit Anhängsel. So, Gleis 7. Bisschen weiter oben. Weißt du was, machen wir das anders. Du fährst auf das obere Gleis. Südre, Gleis 7. Und der Kollege fährt eine Minute weg. Das könnte sich ausgehen. Du fährst dann mal bis hierhin. Luzern Gleis 4, das ist hier. Eigentlich könnte es dem eigentlich hinterherfahren. So, rein planungstechnisch. So, hier haben wir noch das große Depot. ZB Sidings. Ah, shit, wie heißt die Bahn da hinten nochmal? Ah. Das da oben ist ja andere Spurweite. Das da. Memmbrücke nach Bern. Endelbuch. Jetzt da lang. St. Gallen. 2050, glaube ich, soll das Ganze hier mit einem Tiefbauernhof umgebaut werden. Damit man hier nicht mehr das Nadelöhr hat. Es geht ja da richtig schön durch die Stadt. Wer übrigens noch nie in Luzern gewesen ist, sollte das unbedingt mal tun. Wunderschön. Da und beim See. Wir haben die ganzen Postkarten mit untergemacht. So, die S1 aus Emmenbrücke. Bleibt da kurz stehen, fährt dann auf Gleis 3. Bis hierhin kriegst du es mal. Noch einer. Nö. Gut. So, du bist 4, du bist 3. Sprich, du fährst auf dem unteren Gleis, du fährst auf dem oberen Gleis. Also was ist die Überlegung dafür? Je höher das Gleis, umso höher fährst du hier bei der Einfahrt, je niedriger, umso weiter nach unten. Sprich, der Zug mit der höheren Nummer fährt oben, der mit der niedrigeren fährt unten beim Nadelöhr. Ich glaube, den kann ich schon mal einstellen, Gleis 4. Du folgst dem mal. So, dann auf Gleis 4. Du, Kollege. Fährst hier runter. Auf Gleis 3. Dann sollte hier keiner eine Verspätung haben. Ja, vielleicht mal ein bisschen vorspulen hier. Ja, ich glaube, das geht sich gerade aus. Sehr gut. Kurz bevor das Signal hinfahrt, wird es halt immer grün. Haben die eine Strafe, wenn die stehen bleiben? Nee. Ah, jetzt musst du einen Moment warten, bis die Weiche frei wird. Ja, geht doch. Ah. In Luzern mache ich jetzt noch an, dass sie automatisch wenden sollen. Dann muss ich das nicht machen. Okay, du bist auf Gleis 14. Das bekommst du. Gleis 14 ist hier oben. Du fährst dann nach Emmenbrücke wieder raus. In 12 Minuten. Okay.
Luzern 4, Luzern 4, 17, 43, 17, 46, 18. Du musst hier mal. Hä? Moment mal. Luzern Gleis 4. Ach, weil da nochmal ein anderer Zug reinkommt. Das heißt, wo schicke ich dich hin? Das Depot. Ne, das gilt als Bahnhof. Da habe ich ja nur das Gleis hier. Okay, der fährt dann dahin und wartet. Das wird spannend. Cool. Luzern Verkehrshaus. Müsst ihr auch mal unbedingt hingehen. Bleibt da kurz stehen. Geht dann hier rein. Fährst mal bis dahin. Noch einer von Zürich. Luzern Gleis 6. Gleis 6 ist weiter oben. Da wird mir schon ein Zug angezeigt. Das ist der Intercity 17. Okay. Moment. Stimmt aber schon nicht ganz, oder? Ach nee, da läuft es gerade mit der Zeit auch runter. Okay, perfekt. Du bist 11. Du bist 6. Du fährst unten. Gleis 6 mal bis hierhin. Schauen, ob es ausgeht. Minute 45. Dass du da vorne mal hier runterfährst. Ah, warte mal. Wir könnten das so machen. Na, bringt ja eh nichts, weil die Weiche blockiert wird. Machen wir das trotzdem so. Und für dich vorprogrammieren, dass du dann hier hinfährst. So, er ist on the way, er hat da eine Doppel-SPL. Du dann, ah, da kommt gerade der nächste. Luzern Gleis 12. Kriegst du. Und dann haben wir noch einen von Emmenbrücke. Und Regionalexpress 9. Erstmal so. Noch einer? Nee. So, die Nummer 11 fährt dann hier nach oben. Nach da. Ja, das geht sich perfekt aus. Er fährt jetzt durch, er fährt dann da durch. Und der Kollege mit der Nummer 9 ist auch nach oben. Fährt mal bis hierhin fürs Erste. Ah, jetzt kommt er da aus dem Depot. Luzern Gleis 4, 17:50. Ja, da muss der erstmal hier weg. Das geht jetzt nicht ohne Anhalten. Komm, fahr du mal schnell. Oh, der Interligo, glaube ich, wird es mir vielleicht nicht danken. Ah, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Er ist voll langsam unterwegs mit 40. Oder geht es auf den letzten Drücker aus? Letzter Drücker, letzter Drücker, letzter Drücker. Yes! Ja, da kommt ja noch einer. Nur auf Gleis 8. Oh shit. Sorry. Oh, hier kommt noch einer. Gleis 10. Oh, jetzt wird es aber stressig hier. Erst auch mal so.
Ah, du musst das Gleis 11. Lass mal den erstmals erst einfahren. Ja, ich weiß. Gut, wir sind ja eh noch ein bisschen in der Zeit. Du wärst einmal wenden hier bitte. So, Gleis 8 können wir schon mal einprogrammieren. Gleis 4 mache ich jetzt auch mal. Und du fährst dann Gleis 9. Wann musst du in Gleis 19? 5:50 Uhr. Der da hinten, der ist jetzt auch gleich am Losfahren. Soll ich dich einfahren lassen? Du müsst auf 50 auf Gleis 4 sein eigentlich. Shit, jetzt fährt der hier los. Das hätte ich vielleicht doch nicht machen sollen. Ah, das war's mit dem Vorprogrammieren. Du fährst dann nochmal auf Gleis 9. Shit, der wird nach Ebikon Gleis 4. Wo ist das? Das ist da ganz unten. Ah, okay. Ebikon Gleis 4. Wer denn? Ach, da oben ist auch noch einer. Gleis 13. So, Kinder, macht mal ein bisschen schneller hier. Was, wir lassen den jetzt mal hier auf Gleis 4. Der wartet schon länger. Ah, shit. Jetzt ist ein Gleis 10. Jetzt gibt's Stau hier. Vor allem jetzt haben wir hier den Intercity, der hier wegfahren will. Okay, der Intercity nach Emmenbrücke. Er will Emmenbrücke 1. Du musst hier nach oben. Ganz nach oben. Interregio, Luzern Gleis 5. Holy shit. Man, es sieht einfach aus, ne? Aber ist doch ein bisschen fordernd hier. Wer von euch fährt weg? 2 Minuten auf die 1. Luzern Gleis 10 ist eingestellt. Der nächste, der nach Emmen gefahren will. So, Interregio ist unterwegs. Du bist auf die 5. 5 ist frei. Dann kannst du hier mal ein bisschen nach unten fahren. Und fährst. Ja, gut, jetzt warten wir, bis der mal weg ist. S6 steht im Signal, ja, das passt. Oh, beschleunigen. Oh, shit. Da der nächste, du bist auf Gleis 14. Wir sind da jetzt Gleis 14 gewesen. Bist du Gleis 14 hier? Ja. So, dann hier rein, wenn er wegfahren ist. Noch einer. Oh, Leute. Hier geht's ja ganz schön ab. Luzern Gleis 4. Bitte sag mir. Oh, scheiße. Nein. Oh, da darfst du nicht da oben fahren. Du wirst hier fahren.
kann ich nicht weiter blocken. Die sind sich jetzt mal kurz im Weg, die beiden. Ah, Stress. Emmenbrücke Durchfahrt, Gleis 7. Ja, sag mal, wie viele Züge denn noch? Muss hier runter. Der will nach Litau, Gleis 1. Wo ist denn das? Ah, das ist da oben. Okay, warte mal, Gleis 5. Gleis 5, Gleis 5. Ja, du musst jetzt immer so fahren. So, du fährst hier nach oben. Aus dem hier entlang. Hier kommt noch einer. S1 nach Luzern, Gleis 3. So, du fährst hier nach oben. Nicht das Schlauste, was ich hier mache. So, und bei dir dann auf Gleis 5. Wird eingestellt. Du fährst auf Gleis 4. Und mach mal hier frei. So, Gleis 4 ist auch eingestellt. Der nächste, der nach Emmenbrücke fahren will. Du bist Gleis 7. Litau, Gleis 1. Da oben. Okay, ich glaube, das passt erstmal. Ja, die zwei. Ja. Okay, du bist auf Gleis 3. Du fährst hier unten hinterher. Ja, sorry, Interregio. Es ist halt wirklich ein Nadelöhr. Oh, der will nach Emmenbrücke. Kann dem eigentlich hinterherfahren. Die stehen noch eine gute Weile. Einen Moment noch für dich. Ist auch bei Strafe? Nein, sehr gut. Gleis 4 ist drin. Da sieht die Gleis 7. Oh, Emmenbrücke kündet sich da schon wieder an. Du fährst auch ein zweiter, fährst dann auf Gleis 7. Der Emmenbrücke hier fährt so, so, so und so. Das erste, mal schauen. Was da hinten noch an Verkehr so kommt. Ja, wir sind ja da sehr gut in der Zeit. So, bei dir Gleis 3. Und dann hier rein. Perfekt, 18:03 sollte da sein. Cool. Auf
finde ich noch ganz cool, dass das mit dem Depot hier drin ist und dass wir hier die S-Bahn mal kurz wegschippen müssen. Man hätte man auch mit dem Depot von Railroad machen können, aber so sieht man wenigstens die Züge. So, ist der nächste mit Emmenbrücke, dann wird vermutlich er hier wegfahren. Ja, Emmenbrücke 1 hier. Oh, die beiden fahren dann ins Depot, sehe ich gerade. Wollen dann zeitgleich los. Ja, ich würde sagen, dann lassen wir dann erstmal den Interregio einfahren. So, Emmenbrücke. Lass mich mal einstellen, bitte. Das fürs Erste auch mal so. Das was du fährst für Emmenbrücke auch mal hier nach oben. So, der fährt auf Messe 1. Noch ein Problem weniger. Der will Verkehrshaus. Das war hier unten gleich. Du musst eh so fahren. Einmal so, dann schicke ich dich mehr unten entlang. Und dann die Depotkinder hier. Yay! Ich habe schon gefragt, wann der nächste Zug kommt. Hier ist er. S1, Luzern Gleis 8. Das wäre ein Kandidat für oben, ne? Ja, ich weiß, dass hier vor Rot steht. Emmenbrücke 1. Und du fährst dann halt einmal von oben. Perfekt. Du fährst dann auf das obere und du fährst dann auf das untere. Oder kommt da was? BS99 kommt auf Gleis 2. Und so um 18:10. Okay, dann gib mal Gas, du. Oder weißt du was? Du fährst auf die 1. Genauso wie der untere. Na geil, jetzt fährst du auf die untere. Mr. Depotfahrt, du wirst noch kurz warten. So, jetzt kommt er hier, der will auf Gleis 11. Da oben haben wir auch jemanden. Gleis 13. Soll ich denn das machen? Ah, ich weiß wie. Du fährst auf die Messe Gleis 1. Und du fährst dann hier nach unten. So, hier kommt der nächste, Luzern Gleis 2. Ebikon, das ist hier unten. Fährst nach da. Die Ansicht ist so geil, dass man weiß, wo er hin muss.
Okay, jeden Moment dürfte er hier losfahren. Und wann kommt es auf Gleis 1? 18, 15, 5 Minuten. Dann fährst du aber auf die 2 hier drauf. Läuft. Was? Oh, sorry, dich habe ich vergessen. Gleis 8. Noch um 5. Der Gleis 2. Weil der hier demnächst ausfährt. Ja, er hier nach Emmenbrücke. Sorry. Ah, du auch. Gleis 14. Shit, den hätte ich da oben reinfahren lassen sollen. Oder? Nee, es passt eigentlich. Du wirst dann wenden. Du fährst dann auf die Messe hier. Oh, 18, 13. Stress, Stress, Stress. Nee, okay, passt. Ah, und er muss jetzt dann auf Gleis 4 fahren. 18, 13. Du Gleis 8. Sind gut in der Zeit. Er hier... Baut mal hier runter, du musst ja dann Gleis 2. Und Emmenbrücke muss davor nochmal weg. Ja, ich weiß, dass du rot hast. Ah, Gleis 13. Nice. Bei dir 14. Problem abgewandt. So, wir fahren so für Gleis 2. Sorry, du musst dann auf Gleis 3. Emmenbrücke muss jetzt weg. Trotz ihn noch bis dahin, fährst dann hier nach oben. Fährst da so vorbei. Das erste. Ja, und der nächste aus dem Depot. Gleis 5. Bitteschön. Oh, warte mal. Erst um 25. Gleis 5. Okay, er wäre sowieso der nächste. Okay, ja dann. Vor rein. Nicht, dass davor noch ein anderer hätte reinfahren sollen. Solche Späße habe ich ja auch schon erlebt. Du fährst dann auf Gleis 2. Warum kann ich da nicht weitermachen? Dass sie vermutlich noch mal einen Block hat. Oh, die sind on the way. Ah, der nächste hier. Du bist auf die 12. Komm, mach frei hier da oben. Nachts, wir sind in der Zeit. Aber lass mich das hier nochmal löschen. Litau, Gleis 2. Ah, wir hätten da vielleicht ein bisschen warten sollen. Jetzt fährt der minimal verspätet weg.
Ah, oh, der Kollege von hinten, Gleis 3. Der Zug muss da weg. So, wie von da nach 2. Er will auf die 3. Okay, ist eingestellt. Litau, du fährst dann nach da oben. Nach da. So, Emmenbrücke, du wirst heute mal oben hier wieder fahren. Und von da machen wir es nochmal nach Litau, Gleis 2. Wäre eingestellt. Ebikon haben wir dann nochmal. Lass mal den unten fahren dann. Oh, die nächsten. Luzern Gleis 6. Müsst ihr auch oben fahren. Okay. Okay, ihr fahrt dann hier auch da oben. Ebikon ist noch ein bisschen weiter. Ihr fahrt dann gerade, fahrt da runter. So, machen wir hier frei, damit ich das programmieren kann. Bitte, danke. Warum nicht? Ja gut, lassen wir mal. Noch mehr Züge. Ja, mach's am Bahnhof voll. Bei 7. Da ja, muss ich jetzt mal gucken. S-Bahn nach Emmenbrücke, ja gleich, wird gleich frei. Ah, ist gleich aus dem SPL-Block draußen. Nice, er düst. Oh, hier oben haben wir noch einen für 4 Minuten. Wird auch gleich weg hier hinten. Eventuell. Weißt du was? Du fährst hier auf die 6. Fährst du hier unten so lang und fährst dann auf die Gleis 6. Und du fährst, kann ich jetzt nicht einstellen, weil er hier wieder blockiert. Du fährst hier nicht weiter. Das sollen wir nochmal löschen. Du wirst hier geradeaus nochmal weiterfahren. Du wirst hier runterfahren. Oder, nee, warte mal, viel besser. Du fährst jetzt mal hier runter. Du fährst geradeaus. Fährst da hinten dann runter. Dann müsste das von der Zeit besser ausgehen. Und du fährst auch hier oben. Ja, das dürfte ich gerade so ausgehen. Minute 30 da oben noch. Die bleiben alle noch lange stehen. Hier gebe ich einmal die Ausfahrt. Damit ich nicht übersehe.
Und das zum auf Ohr einstellen. Wunderbar. Wo bist du eigentlich hin? Gleis 7. Ein, zwei da oben. Perfekt, eingestellt. Du fährst hier Nummer 1 weiter. Oh shit, Interregio. Luzern Gleis 8. Bis hierhin erstmal. Er ist flott unterwegs. Ich glaube, dann werden wir den hier noch unten umleiten. Kann der hier gerade fahren? Ja, düst jetzt. Das wird jetzt eng. Düst in die SPL da rein. Okay, du fährst dann hierhin weiter, sobald frei ist. Knappe Geschichte, du fährst dann hier runter. Da rein und da runter. Du fährst dann bis dahin. Ich habe eine Idee. Du fährst doch mal bis dahin. Den Collision mit Gleis 8. Dann lassen wir da unten fahren. Ich hoffe, das geht auf, was ich mir da jetzt ausgedacht habe. So, Interregio, du fährst dann da runter als erstes. Auf. Oh ne, warte mal, das geht gar nicht. Du musst dann von da nach da oben fahren. Sprich. So. Ja, wenn das ein bisschen weitermachen momentan. Wollte ich mal so sparen. Ja, ein bisschen vorspulen. Dankeschön. Zwei Minuten. Okay, der wird verspätet wegfahren. Wenn der Kollege da jetzt gerade kommt. Gleis 8. Geil. Emmenbrücke. Du fährst dann hier oben. Ja, es geht sich nicht ganz aus, was ich mir da überlegt habe. Der muss jetzt kurz bremsen. Ja, okay, im letzten Drücker. Geil, geil, geil. Ah, da oben haben wir dann Kollegen. Auf Gleis 14, komm rein. So, Ausfahrt auch für dich. So, der ist jetzt da drin. Du musst dann Gleis 9. Ich habe mal voreingestellt, dass du dann wegdüsen kannst. 14 Züge noch. Vielleicht beschwert er sich. Södele, für Gleis 9. Komm mal unten lang. Bis hierhin.
Oh, ich bin so ein Superheld. Ich habe ihm die Einfahrt nicht gegeben. Gibt es erstmal extra Verspätung? Zwei Minuten, fünf Minuten, Emmenbrücke, Interregio. Du kriegst für mich die Ausfahrt nach da oben. Hoffen wir mal, das passt so. Ein ins Depot, ja, passt. Ich wusste auch gar nicht, dass das jetzt geht. Freier Ding, aber sieht geil aus. Nice. Haben wir ein Schlückchen Kaffee gegönnt. Ein bisschen weiter hier. Mal gerade den nächsten Kandidaten für die Emmenbrücke. Der braucht noch, bis er da ist. Du fährst dann genau den gleichen Weg. Bitte lass mich das nicht bereuen. Auf die 13 für dich. Wie kommst du? Sonst noch einer? Nö. Gleis 9. Das heißt, du musst dann nur einmal da oben fahren. Muss mal kurz warten. Ja, ich weiß. Und Gleis 9. Also für das, dass es für den Ersteller die erste Karte ist, ist es sehr gelungen. So, da, Ebikon. Da fahren wir unten. So. Jetzt wird bitte Einfahrt nicht vergessen. Aus dem Depot kommt nichts mehr. Dann kannst du dann fahren, sobald frei ist. Dann Litau ist der nächste von da unten. Ach so, okay, passt. Das Liter wird auch unten fahren. Bis da, fährt dann nach da oben, da rein. Fuck. Ausfahrt vergessen. Oh, der fährt auf die Sidings in 2 Minuten. Dann musst du da sein? 45. Ja, ich glaube, der wird dann hier reinfahren, dann wird er noch ausfahren und dann fährt er retour. Irgendwie so. Einer fürs Verkehrshaus. Oh, der hat Priorität. Bitteschön. Södle, du fährst nach da. Ja, dachte ich mir, dass es so läuft. Okay, du fährst erstmal aus. Du wirst dann wenden. Und Emmenbrücke, ich glaube, ich mache ich schon mal. Das sind jetzt die letzten Züge. Noch hierhin. Ja, Kollege, du musst kurz warten. So,
Ja, cool. Also gibt auf jeden Fall Daumen nach oben. Gern mehr sowas. Werde ich auf jeden Fall covern, wenn ich das dann irgendwie im Workshop dann sehe. Letzter Zug. Komm, gib Gas. Wieder mal das Summary sehen. Schneller. Wunderbar. Wir haben es geschafft. 99%. Okay, für was habe ich Abzüge gekriegt? Verspätung. Oh, was? Ich habe es geschafft, 5 Minuten Verspätung für einen hier hinzukriegen. Ah ja, ansonsten eine Minute. Ich glaube, das kann man durchgehen lassen. Nur der Regio da, den hätte vielleicht besser machen können. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wenn ja, lasst vielleicht doch einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Abenteuer. Gute Fahrt. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.